Nachrichten aus Hiroshima im Vorfeld des G7. Man musste das Gefühl haben, dass niemand unter der Pilzwolke überleben kann. Nächstes Jahr wird der G7-Gipfel stattgefunden. Ich denke, es ist von der Hiroshima-Bürger abhängig, wie die Staats- und Regierungschefs tief in ihrem Herzen überzeugen lassen, dass wir keine Atomwaffen brauchen und sie nicht mehr einsetzen. Lass uns gemeinsam tun. Letztes Jahr, als der G7-Gipfel in Hiroshima beschlossen wurde, hat Keiko Ogura, eine Überlebende der Atombombe, aufgerufen. Als Frau Ogura 8 Jahre war, war sie der Atombombe zu Hause, in Higashiku, die Stadt Hiroshima, ausgesetzt. Diese Fotos wurden nach dem Atombombenangriff in der Gegend um Oshita-sho aufgenommen, wo Frau Ogura gewohnt hat. Alle ihre Familie haben überlebt. Aber sie sagt, dass sie nie vergessen kann, was sie damals gesehen hat. Dieses Bild wurde von Frau Ogura gezeichnet, indem sie von jemandem gehört hatten, was man in einem Schrein gesehen hat. Zu dieser Zeit musste der Vater von Frau Ogura jeden Tag die Leichen zu einem nahen Park bringen und einäschern. Sie sagte, das Krematorium befand sich in der Nähe unseres Hauses, deshalb ist der Rauch der Einäscherungen jeden Tag bis zu unserem Haus gereicht. Es stank sehr. Es wurde geschrieben, trotz der ständigen Pflege sind viele Leute unter Qualen gestorben. Es hat nach den Leichengerüche bis zum Ende des Jahres gerochen. Frau Ogura sagte unter Tränen: Hier hat alles angefangen. Der Rauch hat mich gesetzt. Wenn ich jetzt hierher komme, erinnere ich mich an die tragischen Umstände, unter denen die Menschen, die gestorben sind. Ich denke auch an meinen Vater, wie er harte Arbeit machen musste. Es gibt so viele Seiten des Krieges. Ich denke an die vielen Entbehrungen, die die Menschen durchmachen mussten, auch wenn sie nicht am Krieg teilgenommen haben. Ich denke an meinen Vater, wenn ich hier komme. Aus dem Trauma und Angst vor Diskriminierung hat sie ihre Atombombe-Erfahrung nicht erzählt, als sie 25 Jahre alt war, heiratet hat und eine Hausfrau wurde. Doch dann kam ein Wendepunkt. Ihr Mann, der fließend Englisch sprach, ein Dolmetscher für den Bürgermeister und ein Direktor der Friedensmuseum war, verstarb plötzlich, als Frau Ogura 2 Jahre alt war. Unerwartet hatte sie mehr Gelegenheiten, anstelle ihres verstorbenen Mannes für Überlebende der Atombombe zu dolmetschen. Mittlerweile wurde sie von Ausländern gebeten, über ihre Erfahrungen mit der Atombombe zu berichten. Frau Ogura sagte: Die Ausländer haben Folgende gesagt: Keiko, erzähl doch deine Geschichte. Wenn du selber erzählst, können wir mehr zuhören, weil es keine Zeit für Dolmetschen gibt. Dann kannst du das unsichtbare Leid erzählen. Mit ihrem autodidaktischen Englisch hat Frau Ogura über ihre Erfahrungen der Atombombe erzählt, dann kamen die nächsten Anfragen immer wieder. Seit mehr als 40 Jahren hat sie gearbeitet. Sie hat in Japan und im Ausland ihre Erfahrung erzählt. Letztes Jahr, als sie 85 Jahre alt war, reiste sie erneut in die USA. Sie hat einen Vortrag ACF Englisch gemacht. Lass uns nachdenken, was wir machen können. Wir können jetzt keine gute Antwort finden. Aber wir müssen es gemeinsam tun. Sie sagte: Mit einer Konversation können wir gut verstehen. Damit arbeiten wir für den Frieden. Diese Gedanke bringen die Aktionen in vielen Orten. Die Bedeutung des G7-Gipfels in Hiroshima findet sie aus ihrer Erfahrung, dass sie ihre Geschichte jedes Jahr 2000 Ausländer erzählt. Sie sagte: Die Menschen, die Atomwaffen haben, versammeln sich zu dem G7-Gipfel, deshalb denken die Staats- und Regierungschefs immer an Hiroshima, nämlich was hier trotz der kleinen Atombombe passiert ist, denken, wenn sie sich entscheiden. Falls man ins Museum beuscht und ein Mensch ist, kann man sicher nachdenken, was das bedeutet. Im Gegenteil kann man die gegenwärtige Situation in der Welt nicht optimistisch betrachten. Eines Tages besuchte Frau Ogura ein Seminar, in dem die Experten über den aktuellen Stand der nuklearen Abrüstung und Nichtverbreitung sprachen.
Die Experten sagten wie folgt: Die Sicherheit ist derzeit schwach und der Rost, der seit dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, nimmt zu. Wir können nichts tun, um ihn aufzuhalten. Konflikte werden zunehmend digital. Neue Technologien des Kriegs gebären sehr komplexe Situationen. Es finden hybride Kriege statt, in denen Waffen eingesetzt werden, die noch nie zuvor verwendet wurden. Es ist wichtig, dass wir eine neue Ordnung schaffen. Die Konflikte zwischen den Ländern wurde digitalisiert. Außerdem gibt es die Bedrohung von Strom, Telekommunikation und Finanzen, nämlich die Cyberangriffe oder die biologische und chemische Waffen und so weiter. Diese schreckliche Situation zeigt sich beim Einmarsch Russlands in die Ukraine. Das ist die aktuelle Situation in der Welt. Als Reaktion auf diese aktuelle Situation sagte Frau Ogura: Am Anfang war ich verzweifelt. Ich dachte, es schwer wurde. Aber es gibt einen kleinen Schlüssel. Wenn die Stadt Hiroshima in der Welt als ein Ort, wo man daran erinnert, dass ich keinen Krieg will und dass Atomwaffen das Schlimmste sind, gründlich bekannt wird, könnte der erste Schritt des G7-Gipfels ein Erfolg haben.